für jeden schwer. So, wir sind also bereit für dieses Viertelfinale zwischen Deutschland und Kroatien. Und Poussard kommt hier. Kroatien ist eben auch echt stark. Ja, und die Bank dahin. Natürlich Boll die Möglichkeit auch schon mit dem Aufschlag kurz in Vorhand noch weiter rauszukommen. Mal gucken, wie oft wir das sehen. So, das ist jetzt das erste Mal dieser Rückhandflip. Gutes Zeichen. Und jetzt ist das so ein bisschen so, dass hier da schon ganz gut im Aufschlag- und Rückschlagbereich. So, da haben wir es jetzt das erste Mal gesehen, dass er auch wirklich den er eigentlich so haben will. Das ist stark. Sehr, sehr gut. Das ist das 11:9 für Timo Boll, dem man schon anmerkt, dass er. Ja, das sind natürlich eigentlich tun. Schade, eigentlich gut wieder nach vorne. Ja, bearbeitet hier. Nein. Ja, den nimmt man dann gerne mit. Natürlich glücklich gelaufen. Rückschlag ist nicht gut gewesen von Timo Boll. Das ist dann das 1:8. Gegen Poussard zu spielen. Gab diese Phase nach dem guten Start von ihm in Satz 1. Als Boll das so an sich gerissen hat. Oft eine Gelegenheit, was zu machen, der Erste zu sein mit der Eröffnung. Da wird so viel entschieden über dem Tisch. Und da hat er jetzt mal sehr gut nachgesetzt. Ja. So, welche Variante kommt jetzt? Ein Satzball noch. Sehr gut. Ich fand die Aufschlagvariante gut. War, glaube ich, der dritte. Gebracht, aber auch wenn er das tut, aber nicht hoch genug geworfen. Hier selbst natürlich auch super gerne 2:1 geführt.
Er kann es nicht fassen. Den sogar öfter mal einbauen. Da kommt ja nachher noch jemand mit Philipp Selko, der sehr viel lang aufschlägt. So, 9 Ball. Nachdem, was für eine Variante kommt. Nee, geht über die Mitte. Zwei unaufgeregt. Nächster Netzball. Deswegen auch kein da führen. Matchball. Ja. Es ist am Ende ein 3:1. Bei dem Timo Boll, glaube ich, ja, so deutlich auch diese Geste selbst ganz genau weiß.